Ja, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Let's Play Onity 2 der Omnibus Simulator. Back to the Roots. Ja, wir fahren immer noch, und zwar auf Römerberg. Und zwar den Nightliner vom Westbahnhof nach Römerberg. Und zwar die Linie 62N. Ja, die Fahrt dauert ungefähr noch so an die anderthalb Stunden. Eine Stunde auf jeden Fall. Und ja, wir haben jetzt noch hier eine Pause von einer Minute. Von einer knappen Minute. Ja, deswegen würde ich sagen, kurze kleine Pause, ne? Aber das bedeutet nicht, ich mache jetzt schon wieder eine Pause, sondern, nee, ich entspanne mich mal kurz. Denn, ja, das sollte man auch machen. Denn, kurz entspannen geht immer. Ja, ich wurde heute mal auf ein Let's Play angesprochen, und zwar wo es darum ging, ob ich mit Tastatur fahre oder mit einem Lenkrad. Freunde, ich fahre mit einem Lenkrad und es hat eigentlich nur einen großen Vorteil, denn mit der Tastatur, denn somit kann ich eigentlich alles perfekt steuern und habe da keine Probleme damit. Und wie ihr seht, ist das ja auch. Sonst würde ich es ja nicht machen. Und ja. So, dann fahren wir doch auch schon wieder weiter. Jetzt haben wir hier wieder eine Pause und ja, dann warten wir doch mal, ne? Genau, dann warten wir doch mal. Deswegen brauchen wir eigentlich auch so lange, denn damit ist es auch kein Wunder. Ja, wie ich schon gesehen habe, die Back to the Roots Folgen sind auch gut angekommen. Und ja, deswegen könnt ihr euch dann auch freuen, wenn dann noch die Folge gibt zum Fletcher Express. Hey, wake up! Die wird sicherlich lustig werden. Und ja, warum denn auch nicht, ne? So, hey, dann wake up! Ja, kurz verschauen.
Alles klar. Es kann auch weitergehen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir doch auch schon wieder weiter. Genau, denn wir haben ja jetzt wieder die komische Hochfahrt. Waldheim, Keltenschanze. Ah, nee, da ist es dann nicht, aber das ist ja wieder richtig. Oh, nee. Wir können sogar schon weiterfahren. Das finde ich ja gut. Vielleicht geht es dann wieder nach oben. Oh, da steigt keiner ein, steigt keiner aus. Also. Ja, lieber Feig, steig hier hoch. Hey, wake up! Oh! Die Ampel zeigt mal rot an, ich glaube, ich sehe falsch. Die letzten zwei von immer auf grün, beziehungsweise okay. Sie hat sich schon entschieden. Sehr fatal. Was ist denn gerade passiert? Keine Ahnung was. Naja gut. Dann. Ja. Noch ein bisschen nach oben steigen. Okay. Auch was gemacht wurde von nicht von Freiburg, nein, Bad Kinzau. In Bad Kinzau hat genau die gleichen Strecken. Wenn man zum Beispiel die 299 verpasst hat, hat man das gleiche Kopfsteinpflaster hier und ja. Deswegen käme ich da auch ein bisschen aus, also ja, weiß wie man die zu fahren hat. Und ja, warum auch nicht? Ne? Auch wenn ich lieber die Hochzustrecke, lieber Bruder, meine Unterzustrecke gefahren werde. Aber
Ja, das können wir ja dann machen bei den nächsten Erfolgen von Back to the Roots. Mal gucken, was denn so alles kommt. Denn ich werde auf jeden Fall nochmal eine Karte Let's Playen. Und ja, ich bin am Überlegen, was das für eine Karte sein wird. Ich habe hier ein paar in Aussicht, ne? So, vielleicht gibt es dann wieder Karten von OC1 oder so. Das ist mit Röhrenberg war ja früher auch schon die OC1 Variante. Und ja. Ja, ihr habt mich doch sicherlich oder beziehungsweise hey, ja, wake up. Früher war ich ja mal bei einer Kunstunternehmen, Unternehmen war ich ja früher mal drin gewesen. Und naja, seitdem da so einige weg sind, muss ich sagen. Ja, ich bin ja dann damals ja auch gegangen. Hey, wake up! Und ich muss euch sagen, mir hat es dann am Schluss keinen Spaß mehr gemacht. Man wollte mich ja dann wieder zurückholen. Aber ich habe mich irgendwann gesagt, nee, sorry. Mach ich nicht mehr weiter. Und ja, so war es dann auch. Ja, ich würde sagen, wir machen noch eine kleine Pause und sehen uns dann gleich wieder. Jo, bis dahin. Ciao, ciao.